Die Showdown-Woche geht weiter und auch heute kam natürlich wieder eine neue SBC raus. Und zwar zu einem Topspiel in der Serie A, nämlich Lazio Rom gegen den aktuellen Tabellenführer SSC Neapel. Das Duell hat es auf jeden Fall in sich, die SBC auch. Das schauen wir jetzt wie immer in unserem kurzen SBC-Check. Das Spiel startet am nächsten Freitag, bis dahin hat man auch noch ungefähr Zeit, die SBC abzuschließen. Napoli, wie gesagt, aktuell Tabellenführer und das auch recht souverän. Die werden wahrscheinlich Meister werden, sind aktuell richtig gut drauf in der Liga. Lazio Rom aktuell Vierter, was für die auch recht okay ist. Zuletzt auch nicht schlecht drauf, aber nicht so gut wie Neapel. Wer wird das Spiel gewinnen? Ich denke eher Neapel, gerade weil sie auch nochmal das Heimrecht haben. Sie sollten eigentlich das Spiel gewinnen. Es kann aber natürlich alles passieren. Trotzdem gehe ich jetzt mal eher davon aus, dass Elmas das Upgrade bekommt. Schauen wir uns den auch zunächst mal an. Wie gesagt, spielt der für Napoli, hier in FIFA natürlich mit dem komischen anderen Vereinswappen. Der kann 8er und 10er spielen und hat als Land Nordmazedonien. Das ist für die Linkbarkeit natürlich eine Katastrophe. Dafür hat er aber gute 4-Sterne Skills, 4-Sterne Weak Foot und die Arbeitsraten mit dem Mittel. Elmas kann man mit den Werten sowohl als 10er als auch als 8er spielen in meinen Augen. Er hat ein solides Tempo, der Schuss ist vielleicht nicht der allerbeste gerade für eine 10er Karte. Dazu kann er ganz gut passen, die Dribbling-Sets sind richtig stark, bis auf die Balance und die Ruhe vielleicht. Dann kann er noch ganz gut verteidigen, der Abfang und der faire Zweikampfwert stimmen hier auf jeden Fall. Die Physis könnte noch ein bisschen besser sein. Die Werte sind nicht überragend, vor allem nicht für einen Zehner, aber als Achter kann man es mal durchaus probieren in meinen Augen. Beim Chemistry Style würde ich dann auch mit dem Anchor gehen, so kann man die Werte vor allem defensiv nochmal echt gut pushen. Abgeben muss man hier zwei Teams, ein 83er Team mit dem Inform und ein 84er Team. Das ist ein bisschen was, man zahlt hier ca. 90.000 umgerechnet. Eine günstige Alternative, auch aus der Liga, wäre zum Beispiel Fagioli. Der ist mit 40.000 echt für einen guten Preis zu haben, ist ein Tacken schneller und kann ähnlich gut dribbeln. Ein bisschen teurer wird es dann bei Barella, der sich hier aber auch noch upgraden könnte. Die Werte sind auch nochmal einen Tacken besser in meinen Augen. Schauen wir uns jetzt die zweite Karte an. Hier bin ich mir nicht sicher, wie man den wirklich ausspricht. Ich würde jetzt einfach mal Zakagni sagen. Der spielt für Lazio Rom, auch hier wieder das falsche Wappen in FIFA. Richtig nice. Er hat 4-Sterne Skills, 4-Sterne Weak Foot und die Arbeitsraten hoch Mittel. Das erinnert insgesamt einfach an den klassischen Flügelspieler in FIFA. Tempo ist ganz gut, Schuss ist mittelmäßig, Passen ist mittelmäßig, Dribbeln ist gut, vor allem Beweglichkeit und Balance. Dazu ist die Physis auch mittelmäßig. Wie gesagt, dieses Spielerprofil, das kennen wir mittlerweile einfach. Ich weiß nicht, wie der Typ in-game ist, an sich finde ich das aber hier ein bisschen langweilig. Kann natürlich auch sein, dass er richtig stark ist. Abgeben muss man hier auch zwei Teams, aber ein bisschen weniger, nämlich nur ein 82er und ein 84er Team, was dann umgerechnet so ca. 75.000 kostet. Trotzdem noch teurer als beide SBCs von gestern. Schaut euch das Video gerne oben in der Infokarte an, falls ihr das verpasst habt. Schauen wir uns auch hier Alternativen an. Auf dem linken Flügel außer Serie A gibt es zum einen die Maria. Das war eine der krassesten SBCs bisher, die haben bestimmt viele von euch mitgenommen. Der ist ein bisschen teurer, aber mit den 5-Sterne Skills und den Werten auch einfach geiler. Auch 5-Sterne Skills hat El Sharawi für 55.000, auch den finde ich super interessant und wahrscheinlich auch interessanter als Zakagni. Und eine SBC, die auch sehr viele mitgenommen haben, ist Moise Kean. Der kostet nur 30.000, beziehungsweise hat gekostet. Und der hat auch ähnliche Werte, der kann ja auch auf dem linken Flügel spielen. Kommen wir noch zur Linkbarkeit. Ich habe jetzt mal alle halbwegs guten Karten von Lazio und Napoli hier reingenommen. Bei Lazio sieht es nicht ganz so nice aus. Es gibt hier noch Felipe Anderson, der sieht echt stark aus. Ansonsten nur noch Immobile und Savic, die sind jetzt auch nicht die geilsten Karten. Kommen wir noch zu Elmas, also von Napoli gibt es einige coole Karten mit Politano, mit Raspadori, Zambo Anguissa und Osimhen. Allerdings ist das Land hier halt ganz schwer zu linken. Es gibt nicht eine gute andere Karte. Also mal zum Fazit. Insgesamt finde ich die SBC jetzt nicht so spannend. Da fand ich die beiden Karten von gestern deutlich besser. Zakagni ist für mich einfach ein bisschen zu langweilig. Klar kann man den machen, würde ich aber eher nicht. Elmas finde ich interessanter, vor allem weil Napoli ja schon klarer Favorit in diesem Spiel ist. Und die geupgradete Karte von Elmas sähe halt echt lecker aus mit zum Beispiel 94 Dribbling. Da kann man sich's überlegen. Der Preis geht hier noch in Ordnung in meinen Augen, gerade im Vergleich zu Barella. Kann man machen, muss man aber nicht. Wie siehst du das Ganze? Schreib uns deine Meinung super gerne in die Kommentare. Check jetzt gerne noch das Video von vorhin in der Endkarte ab und wir sehen uns beim nächsten Video.